Dann darf ich Sie hier im Fraktionssaal der SPD-Fraktion ganz herzlich willkommen heißen. Wir werden aufgrund von Renovierungsarbeiten, Umbauarbeiten jetzt eben nicht mehr die nächste Zeit in unserem Ausschusssaal im PLH tagen, sondern eben abwechslungsweise in verschiedenen Fraktionssälen oder anderen Räumen und heute eben hier. Und ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier und begrüße zur 79. Sitzung des Familienausschusses, begrüße vom Familienministerium die parlamentarische Staatssekretärin Irgen Delingös und möchte vorab auch einem Geburtstagskind gratulieren. Frau Kollegin Wiesmann hatte am 20.10. Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück, Erfolg, was immer Sie sich auch wünschen für unsere gemeinsame auch Zusammenarbeit. So, ich begrüße die Zuschauerinnen sowie die übrigen Kolleginnen, die uns heute per Video, ist in uns niemand zugeschaltet. Dann geht es nochmal weiter. Wir tagen öffentlich. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Dann können wir so beginnen. Ich weise auf die Tagesordnung und die Ergänzungsmitteilung hin. Wir beginnen mit Top 1, dem Fachgespräch mit dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge e.V. zum Thema Herausforderungen der Kriegsgräberpflege. Dafür sind 60 Minuten vorgesehen. Die Top 2 bis 5 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse und sollen ohne Aussprache abgestimmt genommen werden. Und Top 6 ist Verschiedenes. Wir sind auch in der Obleuterunde übereingekommen, dass wir heute unter Verschiedenes über die Delegationsreise des Ausschusses nach Großbritannien im September 2024 berichten. Die betroffenen Abgeordneten sind darüber informiert. Sind Sie mit dem Ablauf so einverstanden? Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Und ich rufe auf Top 1, Fachgespräch mit dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge e.V. zum Thema Herausforderungen der Kriegsgräberpflege. Und ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Ausschuss Herrn Dirk Backen, Generalsekretär in der Bundesgeschäftsstelle des Volksbunds Kriegsgräberfürsorge e.V. und Frau Dr. Heike Dornbecher, Leiterin der Abteilung Gedenkkultur und Bildung in der Bundesgeschäftsstelle des Volksbunds. Und zu diesem Fachgespräch wurden eine PowerPoint-Präsentation verteilt von Frau Dr. Dörrenbecher auf der Ausschussdrucksache 20/1336a. Unsere Sachverständigengäste werden jetzt ihre Statements abgeben. Dazu sind insgesamt 15 Minuten zur Verfügung. Und sehr geehrter Herr Backen, sehr geehrte Frau Dr. Dörrenbecher, Sie haben jetzt das Wort und teilen sich das auf. Ich gebe Ihnen das Wort hiermit. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst einmal für die Einladung. Es ehrt uns sehr. Und ich fange mal mit einem etwas provokativen Statement an. Für die Kriegsgräberfürsorge im Inland ist der Volksbund gar nicht zuständig. Aber er hat ja trotzdem eine Rolle da drin. Und das ist auch häufig in der Bevölkerung nicht bekannt. Und wenn eine Kriegsgräberstätte in einem vielleicht nicht so guten Zustand ist, dann beschweren sich die Leute bei uns. Aber wir helfen in der Regel weiter und vermitteln dann ja auch an die für diese Ausführung der Arbeiten zuständigen Kommunen und Gemeinden. Der Volksbund ist für die Kriegsgräberstätten im Ausland zuständig. Und das startete 1954 mit einem Auftrag des damaligen Bundeskanzlers und Außenministers Konrad Adenauer. Oder man sollte eher sagen, bitte. Aber die Bitte eines Bundeskanzlers ist natürlich auch ein Auftrag. Und seit dieser Zeit machen wir das. Wir haben viele dieser Kriegsgräberstätten im Ausland angelegt. Wir haben auch viele im Inland angelegt. Das war ja eine Organisation, die sich sozusagen als Grassroot-Bewegung immer verstanden hat und die auch die Arbeiten dann in der Bundesrepublik Deutschland ausgeführt hat. Viele Anlagen sind von Architekten des Volksbundes angelegt worden. Viele Umbettungsarbeiten. Die Situation in Deutschland ist dadurch gekennzeichnet, dass wir etwa 1,8 Millionen Kriegstote beider Weltkriege, auch einige noch des Krieges von 1870-71, also Kriegsgefangene, auf etwa 14.000 verschiedenen Städten, Gedenkstätten, Gräberfeldern auf Gemeinde- und Kirchenfriedhöfen haben. Und es wurden nach dem Zweiten Weltkrieg entweder solche Kriegsgräberstätten erweitert, es wurden auch zahlreiche neu angelegt, Hunderte, wie gesagt, von freien Architekten. Und es sind kleinere Anlagen entstanden, größere Anlagen. Zumeist sind aber auch die Kriegstoten da bestattet worden, wo sie sozusagen ums Leben gekommen sind.
Die Anlage, die Pflege und die Instandhaltung dieser Kriegsgräberstätten wurde im sogenannten Gräbergesetz von 1952, dann nochmal mit einer Neufassung von 1965 und nach der Wiedervereinigung dann nochmal 1993 abgedatet, wurde das mit diesem sogenannten Gräbergesetz, offiziell heißt es ja das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, geregelt. Und das Ganze ist interessanterweise beim Familienministerium angesiedelt und nicht beim Innenministerium, das auch für Kriegsfolgen zuständig ist, aber es ist eben auch historisch so gewachsen. Und eine der kleinen Nuancen, die wir haben korrigieren können, einvernehmlich zwischen dem Familienministerium und dem Außenministerium, ist, interessanterweise war das Ministerium auch zuständig für die deutschen Kriegsgräber auf britischen Anlagen, oder man müsste ja sagen Commonwealth-Anlagen. Das hat sich nie ganz erklärt. Keiner hat es mehr herausgefunden, wo das eigentlich seine Ursachen gehabt hat. Wir haben das alle gemeinsam versucht, haben dann aufgegeben, haben gesagt, aber es ist sinnvoller, wenn es dann doch im Auswärtigen Amt gemacht wird. Und es wird ab im nächsten Jahr wechselt, ist dann mit dem Titel natürlich dann auch rüber. Da wird aber auch einiges deutlich. Denn wenn Sie als deutscher Kriegstoter auf so einer Anlage der Commonwealth War Graves Commission liegen, dann zahlt die Bundesregierung dafür etwa 50 Euro pro Jahr zur Pflege. Liegen Sie auf einer deutschen Kriegsgräberstätte in Deutschland und legen die Pflegepauschale einfach auch mal auf die Gesamtzahl der Kriegstoten um, also die jetzt erhöhte im nächsten Jahr, ja, Gott sei Dank erhöhte Pauschale, dann geben Sie für die Pflege eines deutschen Kriegsgrabs 17 Euro pro Jahr aus. Der Volksbund erhält für die Pflege der Gräber im Ausland 4,65 Euro für die Pflege eines Grabes. Und da sehen Sie auch so die leichte Schieflage, über die wir uns im Augenblick auch ein bisschen beklagen. Im Inland muss man diese Rechtsgrundlage sich einmal genauer anschauen. Das Gräbergesetz sagt im Paragraph 1, dass diese Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft ja in besonderer Weise dazu geeignet sind, zu gedenken und für die zukünftigen Generationen die Erinnerung daran wachzuhalten, welche schrecklichen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben. Sie entfalten diese Wirkung, diese Botschaft einmal durch ihre Existenz und ihre Mahnfunktion. Also wenn Sie auf einer Kriegsgräberstätte stehen, dann werden Sie verstehen, was ich meine. Aber Sie bedürfen auch einer geschichtsdidaktischen Begleitarbeit. Und das ist etwas, was auch der Volksbund sozusagen als Verein sich auf die Fahnen geschrieben hat. Diese Kriegsgräber erklären sich heutzutage übrigens nicht nur für Jugendliche, sondern auch schon für den einen oder anderen im mittleren oder höheren Alter gar nicht mehr von selbst. Also warum liegen die da eigentlich und warum werden diese Stätten erhalten? Das muss man erklären. Wir sind lediglich erwähnt in einer Verwaltungsvorschrift, die ergänzend zum Gräbergesetz erlassen worden ist. Die sogenannten Gräberlisten, also die Namen der Toten, die sind an uns in Kopie weiterzugeben. Ich glaube, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass diese Gräberlisten nicht immer so aktuell sind. Das lag einerseits an der chaotischen Situation nach dem Krieg, aber es liegt auch daran, dass diese Listen im Wesentlichen analog geführt worden sind und dass wir diesen Abgleich in den letzten Jahren, dass es immer schwerer geworden ist, weil viele Gemeinden es auch gar nicht mehr wissen. Wir selber bekommen Anrufe von Gemeinden und sagen, 73 im alten Rathaus, da hatten wir sie noch, habt ihr noch bitte mal unsere Kopie. Der Volksbund arbeitet im Wesentlichen, wie gesagt, auf den Kriegsgräberstätten im Ausland. Er hat ein paar in Eigenpflege, ungefähr zwei Handvoll. Das unter anderem auch den Waldfriedhof in München. Er unterstützt aber mit sehr viel freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit seiner Mitglieder, auch mit Mitteln, mit Spendenmitteln, die Friedhofsträger eben in der Anlage von edukativen Elementen auf diesen Kriegsgräberstätten. Was wir ein bisschen bedauern, ist, dass wir keine Möglichkeit haben, eine zentrale Datenauskunft für Angehörige und Nachsuchen zu geben. Das betrifft ja übrigens nicht nur deutsche Kriegstote. Es liegen sehr viele ausländische Kriegstote auf unseren Grabanlagen. Wir würden das ganz gerne einmal sehen, dass das in Zukunft auch kostenlos passiert. Natürlich können Sie sich immer nach einem Angehörigen im Bundesarchiv erkundigen, aber das müssen Sie bezahlen. Dafür, dass Sie einen Angehörigen, dass der Staat ja in staatlicher Verantwortung diesen Tod zu verursachen hatte, sollte man nicht noch als Angehöriger dafür bezahlen müssen, dass man weiß, wo der liegt. Die wesentliche Säule der Volksbundarbeit, die Jugend- und Bildungsarbeit, dazu werde ich jetzt gleich ergänzt von Frau Dr. Dörnbecher. Das ist sozusagen das zweite Standbein. Also einerseits sehen wir die Verpflichtung für die in staatlicher Verantwortung umgekommenen Menschen,
aber eben auch die Botschaft, die aus dem Kriegsrapport heraus resultiert. Heike, wenn du jetzt ergänzen magst. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache mit Ihnen jetzt hoffentlich in 5 Minuten einen Parfumsritt durch die Bildungsarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wir sind nämlich kein angestaubter Seniorenverein, sondern wir machen eine ganze Menge. Jetzt ist die Folie leider weg. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Alle, die politische Bildung machen wollen oder die etwas verändern wollen, gehen eigentlich oder möchten in die Schulen gehen. Wir sind in den Schulen. Wir haben den Zugang zu den Schulen. Wir machen das seit vielen Jahrzehnten. Und was, glaube ich, ganz besonders interessant ist, dass wir nicht nur Sekundarstufe 2 bedienen, sondern eben auch in Realschulen und Förderschulen tätig sind. Und das machen wir mit den 23 Bildungsreferenten und Referentinnen in der Fläche in den 16 Bundesländern. Und das Wichtige, was ich hier gerne noch mal betonen möchte, bisher erhalten wir dafür keine staatliche Unterstützung. Das wird alles aus Vereinsmitteln bezahlt. Und in dem Maße, wie die Vereinsmittel weniger werden, und das hat zu tun mit der Mitgliedschaft, die weniger wird, mit der Altersstruktur, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das so fortzuführen. Das ist eigentlich meine wichtigste Message, die ich hier mitbringe. Um Ihnen zu verdeutlichen, welche Dimension das Ganze hat, wir erreichen pro Jahr ungefähr 40.000 junge Leute, davon ca. 18.000 in den Schulen. Das ist also erstmal der erste Zugang. Und dann hätte ich gerne bitte das nächste Bild. Sie haben ja die Situation, wenn wir über politisch-historische Bildung sprechen, dass Ausstellungen, Museen oftmals im ländlichen Raum weit entfernt sind. Aber Sie haben in jedem Dorf eine Kriegsgräberstätte. Und das bietet einfach die Möglichkeit des Lernortes. Und so nutzen wir Kriegsgräberstätten auch. Also das Gräbergesetz, Artikel 74, sagt ja, die Kriegsgräberstätten im Inland sollen für die künftigen Generationen erhalten werden. Ja, wie wollen Sie das denn machen, wenn dort niemand mehr hingeht? Oder wenn die jungen Leute, also meine Kinder sind 20 und 21, wenn die da hingehen und ich denen das nicht kontextualisiere oder mit denen irgendwas aktiv mache, dann können die damit in der Regel wenig anfangen. Also Kriegsgräberstätten als Lernorte mit einem Bezug zum Thema Erster und Zweiter Weltkrieg. Und was Sie dort auf dem Foto links sehen, sind junge Leute, die vor diesen Grabsteinen sitzen. Und das ist immer Bestandteil der Arbeit auf den Kriegsgräberstätten. Junge Leute sitzen vor diesen vor den Grabsteinen, reinigen die, zeichnen Schriften nach und dann stellen die ganz oft fest, oh, derjenige, der dort liegt, der ist ja so alt wie ich, 18, 19, 20. Oftmals, und das ist leider so der Fall, im letzten Kriegsjahr gefallen. Und plötzlich fragen die sich, ja, warum ist es denn so? Also wer liegt denn da und warum ist der gestorben? Und das ist dann der Ansatzpunkt für uns, dass wir sehr stark mit den biografischen Bezügen arbeiten. Und das sehen Sie auf dem rechten Bild, wo die also zusammensetzen in Reflexionen, dann mit den jungen Leuten besprechen, aha, wer war das? Wie sind die in diese Kriegsmaschinerie überhaupt hineingekommen? Jetzt hätte ich gerne das nächste Bild. Auf den Kriegsgräberstätten liegen keineswegs nur Soldaten. Das ist mir auch noch mal wichtig, weil wir einfach einen multiperspektivischen Zugang haben. Dort finden Sie Zwangsarbeiter, Zivilisten, Kinder, Erwachsene und auch Menschen sehr häufig aus anderen Ländern. Das ist ganz unterschiedlich, aber dann fragen die natürlich auch, naja, wieso liegt denn da plötzlich ein Franzose, Niederländer und wie kam das? Ja? Die Zusammenarbeit oder beziehungsweise die Arbeit dort auf den Kriegsgräberstätten hat immer so einen sehr praktischen Bezug. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen, politisch-historische Bildung zu machen, dass die haptisch was erfahren. Wenn die da längere Zeit sogar sind, komme ich gleich noch drauf, dann hinterlässt es in der Regel nach meiner Erfahrung einen ziemlich tiefen Eindruck. Also das vergessen die nicht so schnell wieder. Das nächste Bild, bitte. Hier sehen Sie eine Jugendbegegnung, eine internationale Jugendbegegnung in Meißen. Es war ganz besonders interessant. Ich war dort, das mache ich immer. Ich schaue mir das immer an, was sie so machen. Und die haben dort ein Gräberfeld des Ersten und des Zweiten Weltkrieges gepflegt. Und auf der rechten Seite mit den vielen, vielen jungen Menschen haben sie ein Gräberfeld gefunden. Das war wirklich Zufall an dem Tag, als ich da war. Dort sind sowjetische, polnische und italienische Zwangsarbeiter begraben. Und
das hat nochmal dann einen ganz anderen Ansatz gegeben. Ja? Also Erster, Zweiter Weltkrieg sowieso und dann eben das mit einer Exkursion. Es war eine ziemlich eindrucksvolle Geschichte. Nächstes Bild bitte. Wir haben diesen Zugang in der Schule und in der Regel gibt es sehr viele Schulklassen, die dann in unsere Jugendbegegnungsstätten fahren. Nach Belgien, in die Niederlande, nach Frankreich und auch nach Deutschland. Und dann sind sie in der Regel eine ganze Woche mit diesen Fragen sehr, sehr intensiv beschäftigt. Nächstes Bild bitte. Wir machen pro Jahr über diese ganzen Aktivitäten, die ich Ihnen gerade schon geschildert habe, hinaus ungefähr 35 internationale Jugendbegegnungen in ganz Europa, wo sich dann also die jungen Leute im Alter von 12 bis 26 mit den Fragen von Krieg und Gewalt auseinandersetzen. Ein Beispiel in diesem Jahr auf der Jugendbegegnungsstätte auf der Insel Usedom-Grolm, das ist das Kids Camp zusammen mit ukrainischen, polnischen und deutschen Jugendlichen, sehr, sehr eindrucksvoll. Nächstes Bild bitte. Nochmal, wir sind nicht eingestaubt, sondern wir haben ganz viele praktische Sachen, Bildungspakete für die Lehrer, die dort nicht nur Informationsmaterialien, sondern Unterrichtsstunden auch finden, die sie ganz konkret anwenden können, mit Ausstellungen. Das kann man sich bestellen. Das gibt es in der Regel kostenlos für die Schulen. Nächstes Bild bitte. Und nochmal, was mir eben so wichtig ist, kein angestaubter Verein, sondern auch internationaler Comicwettbewerb mit den Franzosen und Belgiern gemeinsam. So, ich komme zum Schluss, weil Herr Backen auch noch kurz ein paar Worte sagen möchte. Also mein Ausgangspunkt war ja die Message zum einen, es ist problematisch mit der Förderung, wenn wir diese Kriegsgräberstätten im Inland tatsächlich als Mahnmale sehen wollen, also als Mahnmale gegen den Krieg, dann ist es mir, uns wichtig, junge Menschen dorthin zu bringen, dort aktiv was mit denen zu machen, immer in der Absicht, dass wir diese Auswirkungen von Krieg und Gewalt verdeutlichen, dass für die in gewisser Weise sowohl intellektuell als auch haptisch erfahrbar machen und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Bewusstsein, welche Auswirkungen von Kriege haben, auch in die Köpfe reinkommen. Vielen Dank. Dann binde ich jetzt vielleicht kurz mit zwei, drei Bemerkungen ab. Es ist so, dass wir natürlich nicht nur vor dem Kriege waren, sondern natürlich auch die Errungenschaften unserer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft daran verdeutlichen können. Denn diese Toten sind ja entstanden in anderen politischen Systemen, die eben genau das ausgenutzt haben, die eben auch gewaltbereiter sind. Ein letzter Punkt möchte ich Ihnen noch mitgeben. Sie werden im nächsten Jahr, wird das Familienministerium über 30 Millionen Euro als Pflegepauschale an die Bundesländer nach diesen Gräberlisten sozusagen zur Pflege der Kriegsgräber bereitstellen. Was dem Familienministerium allerdings fehlt bei einer Pauschale, ist die Kontrolle. Wie wird das Geld eigentlich eingesetzt und wie ist der Zustand unserer Kriegsgräberstätten in Deutschland? Und da will ich ein Beispiel aus Schleswig-Holstein zum Abschluss nennen. Ein Pastor im Ruhestand, der sich dort ernsthaft darum bemüht und er sagt, ich zitiere einen Satz und dann höre ich auf, etwa ein Drittel der Kriegsgräberstätten befindet sich in einem bedauerlichen Zustand und es sind gerade Gräber von Kriegsgefangenen und von Zwangsarbeiterinnen verloren gegangen. Und das darf eigentlich nicht sein. Das muss auch im Interesse dieses Ministeriums sein, dass das nicht geschieht. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und jetzt besteht die Gelegenheit, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Und der weitere Ablauf des Fachgesprächs ist wie folgt. Es finden zwei Frage- und Antwortrunden statt. In der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit für die Fragen und die Antworten. Bitte zusammendenken, dass es 4 Minuten sind insgesamt. Und in der zweiten Runde hat jede Fraktion 3 Minuten für Fragen und Antworten. Bei den Gruppen ist es so, dass 2 Minuten für die erste Runde und 1,5 Minuten für die zweite Runde pro Gruppe zur Verfügung stehen. Und insgesamt für Fragen und Antworten ca. 45 Minuten. Dann beginnen wir mit der ersten Frage- und Antwortrunde, beginnen mit der SPD-Fraktion, mit der Abgeordneten Nadine Ruf. Bitte sehr. Schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich bemühe mich sehr kurz zu fassen. Sie haben eben von den Jugendbegegnungen gesprochen. Das betrifft ja auch junge Menschen aus europäischen Ländern, die lange Zeit verfeindet waren und die sehr unter dem NS-Terror und den Weltkriegen gelitten haben. Welche Herausforderungen, auch vielleicht im Hinblick der Entwicklung der letzten Jahre, ergeben sich denn bei der
pädagogischen Begleitung der Projekte? Und eine zweite Frage, die sich dem anschließt. Ich höre oft von Trägern, anderen Trägern, die Austausche machen, dass Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien bei diesen Begegnungen unterrepräsentiert sind. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Und schaffen Sie es denn tatsächlich, dass der Teilnehmerinnenkreis divers ist? Und falls ja, wie Sie das erreichen, wie Sie das schaffen, dass das so ist? Danke. Danke sehr. Und wir kommen zur Beantwortung. Vielen Dank. Es gibt aus meiner Sicht zwei Herausforderungen. Das eine sind eben zunehmend junge Menschen, die selber aus Kriegsgebieten kommen und die da einen sehr direkten Zugang zu haben. Da muss man also schon ein bisschen sorgfältig mit umgehen. Das ist die eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, es ist ja keineswegs so, dass sich die jungen Leute nicht mehr für das Thema interessieren, sondern die interessieren sich sogar mehr dafür. Das hat sowohl die Shell-Jugendstudie als auch die Studie der EVZ gezeigt. Das ist ganz interessant, häufig mit familiären Bezügen. Also das Interesse ist sehr da. Und ja, was machen wir mit den einkommensschwachen Jugendlichen? Das ist ja beim Volksbund gerade so. Und deswegen nochmal, wir brauchen Ihre Unterstützung. Wir haben Teilnahmegebühren von 150 bis 250 Euro für 10 Tage. Also das kriegen Sie eigentlich nirgends mehr. Jetzt sind wir aber häufig bei den internationalen Jugendbegegnungen. Die werden einigermaßen gut gefördert. Ja, das ist nicht so problematisch. Da haben wir die Jugendwerke und so weiter. Schwierig wird es bei national oder rein nationalen Veranstaltungen. Da haben wir Probleme mit den Mitteln. Einkommensschwache Jugendliche sind nicht das Problem, weil die Gebühren sehr, sehr niedrig sind. Und wir haben auch tatsächlich, wie ich sagte, durch den Zugang zu den verschiedenen Schulformen und zur gesamten Gesellschaft. Das hat einfach durch die jahrzehntelange Arbeit mit den jungen Leuten zu tun, haben wir alle Schichten vertreten. Es ist nicht nur Sekundarstufe 2, die Sie bei uns finden. Das finde ich auch sehr positiv. Und ja, divers sind die allemal. Also das ist, wenn ich das statistisch aufarbeite, häufig mehr Mädchen als Jungen, junge Frauen als junge Männer. Aber aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen Bundesländern alles vertreten. Ist noch ein bisschen Zeit? Oder? Ich hebe mir die dritte Frage auf für die zweite Runde, aber dann hätte ich da eine Nachfrage. Hat sich denn, also dass sich sozusagen eine Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses vollzogen hat, das kriegen wir ja alle mit. Macht sich das auch bemerkbar bei den Begegnungen oder ist das harmonisch? Naja, also wir hatten in den früheren Jahren viele junge Menschen aus Osteuropa, insbesondere auch Russland und Belarus, Ukraine. Ja, die können im Grunde nicht mehr kommen, weil sie Gefahr laufen, dass sie nicht mehr zurückfahren können. Das muss man einfach so sehen. Wir hatten in diesem Jahr bei dieser Jugendbegegnung in Meißen tatsächlich eine Russin dabei, aber die hatte gleichzeitig einen polnischen Pass und das lief alles so ein bisschen unter dem Radar. Und wir haben auch wirklich darauf geachtet, dass das nicht öffentlich publik wird und sich da jemand drauf stürzt und dann da Interviews macht und so weiter. Also da haben wir sehr schlechte Erfahrungen damit. Aber diese Gruppe ist eigentlich derzeit vor allem vertreten durch Migranten, also Emigranten, die im Land sind und die dann eben an unseren Begegnungen teilnehmen. Aber wir haben nicht mehr diesen wirklich aktiven Austausch und wir können auch nicht mehr nach Belarus oder Russland fahren, ist ja klar. Also ich meine, Russland ist im Krieg und Belarus ist viel zu gefährlich, ist nicht mehr möglich. Und Ukraine ist auch im Krieg. Ja, also das hat sich sehr stark verändert und der Zugang zum Krieg ist in den Vordergrund gerückt. Also der Kriegsbezug und auch die Aktualität von Kriegen, die stehen jetzt wirklich sehr stark im Raum. Und das müssen wir auch mit bedenken und mit diskutieren. Danke sehr. Gut, dann kommen wir zur Fraktion der CDU-CSU. Frau Wiesmann, bitte. Ja, ich möchte mich auch erstmal sehr herzlich bedanken für Ihre Arbeit und auch, dass Sie heute hier sind, auch eingeladen worden sind. Wunderbar. Mich treibt die Frage, Sie machen da viele Dinge und Sie wehren sich auch in Ihrem Vortrag gegen den sozusagen ein vielleicht angestaubtes Image. Ich hoffe, ich fühle mich da gar nicht sozusagen so doll angesprochen. Aber was ich sehe an Zahlen, die ich so ein bisschen gesehen habe, 641 Teilnehmer in 32 Workcamps in einem Jahr, so in etwa, so haben es auch etwa bestätigt, ungefähr 35 pro Jahr. Das ist doch etwas, was man viel
mehr haben wollte. Und Sie wären bestimmt begeistert, wenn Sie es auch noch mehr an die jungen Leute bringen könnten. Was steht denn einer stärkeren Inanspruchnahme entgegen? Und wie gestaltet sich vor allen Dingen Ihre Zusammenarbeit mit denen, denen Sie es anbieten? Also 18.000 Schüler sind am Ende doch dann eben auch nicht, es ist eine überschaubare Anzahl von Schulen, die offensichtlich darauf eingehen. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Schulen im Inland? Und die zweite Frage im Anschluss, was ist eigentlich die Struktur, auf die Sie sich im Ausland stützen? Da ist ja wahrscheinlich jedes Land auch anders. Und auch da würde man sich ja wünschen, dass die Dinge vielleicht mehr und häufiger stattfinden. Danke sehr. Also im Inland müssen Sie sich das so vorstellen, wie schon gesagt, die Zusammenarbeit mit den 23 Bildungsreferentinnen und Referenten in der Fläche, die dann in die Schulen gehen und durch Schulprojekte, die zum Teil relativ intensiv und arbeitsintensiv sind. Also wenn Sie Tonziegelprojekte für Bergen-Belsen, für Zwangsarbeiter und so weiter brennen, da ist sehr viel Recherchearbeit und so weiter. Da haben Sie kleine Zahlen. Aber ja, ich finde 18.000 in der Fläche jetzt nicht so schlecht. Insgesamt 38.000, die kommen durch die höheren Zahlen in die Jugendbegegnungsstätten. Da wollte Herr Backen noch was zu sagen. Also ich bin eigentlich ziemlich stolz auf diese Zahl und das kann man immer noch ausweiten. Aber ich sagte ja schon, wir haben einfach für das Inland sehr begrenzte Mittel zur Verfügung. Und diese Bildungsreferenten machen neben der Schularbeit auch noch viele andere Dinge. Also die gehen nicht nur in die Schulen. Wenn sie das jeden Tag tun würden, dann hätten wir noch eine größere Reichweite. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass diese Struktur zum einen erstmal abgesichert wird und gerne auch ausgebaut. Dann können wir auch noch viel, viel mehr Leute erreichen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass da die Ressourcen sehr, sehr begrenzt sind. Also das würde ich mal als den Hauptgrund nennen. Und vielleicht willst du zum Ausland noch was sagen? Ja, vielleicht im Inland muss ich etwas Wasser in den Wein schütten. Der Volksbund hat gerade beschlossen, dass er seine Inlandsorganisation, und wir reden über etwa 100 Beschäftigte, die für uns sozusagen bundesweit tätig sind und diese Arbeit vor allen Dingen auch als Katalysator in das Ehrenamt hinein dann auch betreiben, dass wir diese Struktur um etwa 30% reduzieren müssen, weil wir nicht mehr das Geld haben dafür. Das ist ich bin Geschäftsführer, ich muss ja auch am Ende sehen, dass die Rechnungen bezahlt werden und die Gehälter ausgezahlt werden können. Im Ausland haben wir exzellente Kommunikationsmöglichkeiten, insbesondere zu unseren Partnerorganisationen, über die wir dann eben auch solche Jugendbegegnungen mit organisieren können. Vor Ihnen sitzt auch, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, aufgrund eines amerikanischen Vorschlags der Chairman der European War Heritage Working Group. Zu dieser Funktion bin ich im letzten Jahr in Paris gewählt worden. Und in diesem Rahmen organisieren sich die europäischen Kriegsgräberorganisationen sozusagen ein wenig selbst, ohne einen Dachverband. Das hat aber schon sehr viel, sehr produktive Kooperationen befördert. Und da sind eben unser Hauptmotor, das sind unsere Jugendbildungs- und Begegnungsstätten, die wir eben betreiben. Auch hier, Belgien, Lommel, haben wir aufgrund von fehlenden Finanzaussichten den Entschluss treffen müssen, dass wir diese Städte zunächst einmal schließen. Wir werden sie wieder eröffnen, aber nicht mehr in dem Format, dass wir ganze Schulklassen hinbringen können und dort etwas dann auch mit denen pädagogisch machen können. Das wird eher so ein Bildungsstützpunkt als mehr eine Bildungsstätte. Ja. Danke sehr. Und wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Lob, bitte. Ja, vielen Dank auch für Ihre Arbeit, auch von meiner Fraktion. Erstmal für das, was Sie organisatorisch machen, aber auch ein Dank an die ganzen Ehrenamtlichen, die jetzt ja auch in den letzten Monaten, ja auch in diesem Monat noch, ich weiß nicht, Schleswig-Holstein hat der Zeitraum gerade begonnen, mit den Sammlungen ja auch ihre Arbeit unterstützen. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und ich weiß selbst noch, dass ich als Geschäftsführerin bei uns auf kommunaler Ebene da auch immer sehr rege dran beteiligt war. Und ich würde meine Fragen auch gern auf die Bildungsarbeit stützen, weil ich das auch immer sehr eindrucksvoll fand, wenn junge Menschen da einfach Erfahrungen gemacht haben, die sie ja doch geprägt haben und die jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ja noch mal viel wertvoller und prägender auch sind. Frau Wiesmann hatte das schon so ein bisschen angesprochen. Mich würde vor allem interessieren, wie so Ihre Vorbereitungen laufen. Also ich würde Ihnen einfach die Möglichkeiten geben, noch mal zu erläutern, wie gerade auch der Austausch bei also im Ausland, bei diesen Jugendaustausch, wie das abläuft, wie vielleicht auch da die Finanzierung läuft, ob Sie auch Unterstützung von kommunaler Ebene bekommen. Und vielleicht können Sie auch noch mal vor allem auf das Projekt Peaceline eingehen, was jetzt ja auch noch läuft und was ja auch gestartet ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, Peaceline ist auch ein Flaggschiff-Projekt des Volksbundes jetzt seit 5 Jahren gewesen. Aber wir wissen nicht, ob wir jetzt in der Bereinigungssitzung des Deutschen Bundestages da überhaupt noch Beachtung finden, denn das Geld ist nicht da. Also es geht um bisher 800.000 Euro. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, lasst uns dieses Projekt irgendwie am Leben halten. Vielleicht reduzieren wir es erstmal um die Hälfte. Jetzt sind es noch 400.000, die wir beantragt haben, um das irgendwie auch mit verkürzten Formaten zu machen. Peaceline ist etwas ganz Besonderes. Da reisen, das war ein Wunsch von ausgehend Ende das 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg. Da waren Jugendliche zum Kongress in Berlin und haben am Ende den beiden Präsidenten Macron und Steinmeier ihre Wünsche übergeben. Und einer dieser Wünsche war, Peacelines durch ganz Europa zu ziehen, wo sie dann hinfahren und durch das gemeinsame Bereisen dieser Stätten des Ersten und Zweiten Weltkrieges und auch der europäischen Einigung die jeweiligen Narrative der anderen kennenlernen und miteinander diskutieren. Und das Besondere besteht darin, dass junge Leute mit jungen Leuten dieses Projekt machen. Und in der Regel ist das sehr international. Also so eine Peaceline fährt auch etwa 10 Tage durch Europa. Und da sind dann mindestens 15 bis 20 unterschiedliche Nationalitäten jedes Mal dabei. Das ist wahnsinnig wertvoll. Aber das steht gerade komplett in Gefahr. Und wir wissen nicht, ob das weitergeht. Das ist auch für die Leute, die betroffen sind, ziemlich unangenehm. Aber fürs Projekt wäre es wirklich sehr, sehr schade. Ja, und die Finanzen. Wie schon gesagt, für die internationale Arbeit bekommen wir zum Teil vom Auswärtigen Amt Geld, auch von den Jugendwerken. Binational, deutsch-polnisch, deutsch-französisch vor allem. Deutsch-griechisch ein bisschen. Deutsch-russisch ist komplett eingeschlafen, klar, aus gegebenen Anlass. Und in Deutschland ist die Unterstützung durch Kommunen eigentlich eher ideeller Art. Ja? Also, dass jemand als Landrat oder Bürgermeister uns unterstützt, aber das ist oft nicht pekuniär. Und wie arbeiten wir mit denen zusammen? Wir rekrutieren die zum Teil über Partner, aber auch frei ausgeschrieben. Also immer mehr über Social Media. Und Instagram ist da nicht ganz unwichtig. Das funktioniert ganz gut. Vielleicht eine Zahl. Frau Dr. Dörrenbecher, mit Ihrem Verantwortungsbereich hat eine Refinanzierungsquote an Fördermitteln von 70%. Das ist sehr, sehr anständig für den Bildungsbereich. Und da sind eben auch mit Erasmus-Mitteln mit drin. Wir haben jetzt ZERF-Anträge gestellt bei der Europäischen Union. Also sie ist da sehr gut. Also sie zapft wirklich jeden Topf an, den wir da kriegen können. KJP-Mittel, was auch immer. Das ist im Inland so. Also das ist weit über 3 Millionen, die sie generiert. Im Inland insgesamt etwa 500.000 Euro. Viele Bundesländer sind leider sehr hartleibig, was das angeht. Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte. Ja, zunächst mal vielen Dank für Ihre Arbeit, die sehr wichtig ist und die wir auch als Partei für sehr wichtig erachten. Meine Frage an Sie, Herr Backen, Sie haben ja gerade von fehlendem Geld und von Personalkürzungen um 30% gesprochen. Wir erleben ja in vielen anderen Bereichen der, ich sage mal, hier als politische Bildung bezeichneten Bereiche einen erheblichen Mittelzufluss. Und es kommen auch hier aus dem Familienministerium erhebliche Gelder. Jetzt mal die Frage ganz konkret, wie viel Geld fehlt Ihnen denn ungefähr, um die Strukturen, so wie sie jetzt wären, erhalten zu können? Bis 2030 müsste also für die Inlandsarbeit, ganz bewusst für die Inlandsarbeit, müsste es um etwa 6 Millionen gehen. Dann könnten wir alles so behalten, wie es jetzt ist. Aber das haben wir ziemlich genau ausgerechnet. Aber mit noch ein paar Effekten, dass es eben auch, sagen wir mal, wir werden in der Lage, dem Familienministerium einen Bericht über den Zustand ihrer 30 Millionen, also wo enden eigentlich die 30 Millionen, die sie ausgeben. Das ist so ein Angebot, das wir ihnen machen würden. Wir machen diese Arbeit ja auch ehrenamtlich hier. Aber wenn man das bezuschusst und wenn die Bildungsarbeit natürlich vielleicht auf der Bundesebene einen entsprechenden Anker finden würde, wären wir, glaube ich, einen ganzen Schritt weiter. Aber es geht in etwa um 6 Millionen. Das aber aufwachsen kann, so, das muss nicht alles auf einmal sein. Nochmal nachgefragt, Sie reden also bis 2030 von 6 Millionen im Ganzen oder von 6 Millionen per anno? Per anno. Vielen Dank. Meine zweite Frage geht dahin, Sie beziehen sich auch auf eine Zusammenarbeit unter anderem mit Reservistenverbänden der Bundeswehr. Hier wäre meine Frage, wie gestaltet sich das und welche konkreten Erfahrungen, auf welchen Ebenen findet da die Zusammenarbeit statt?
Wir beschäftigen 8 Bundeswehr- und noch einmal 8 Reservistenbeauftragte im Inland, die vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit der aktiven Truppe, aber auch eben mit den Reservisten, aber auch mit dem THW, mit Feuerwehr, also wenn Sie so wollen, alles, was sich auch so da gut organisieren lässt. In diesem Bereich arrangieren wir einerseits deren Einsatz im Ausland zur Pflege von Kriegsgräberstätten. Das spart uns Geld. Die machen das freiwillig und teilweise sehr, sehr gute Arbeit, wie wir gerade bei der Aufstellung von zerstörten jüdischen Grabstelen in Moulins-sous-Thouars in Frankreich gesehen haben. Das haben Reservisten gemacht, freiwillig. Tolle Arbeit. Aber wir machen es auch im Inland. Auch im Inland es gibt beim Reservistenverband Reservistenarbeitsgemeinschaften Kriegsgräberfürsorge. Die wenden sich an uns und sagen, wo braucht ihr uns? Und dann machen wir es in Zeithain, also sowjetische Kriegsgefangene. Also die sind da sehr aktiv und wir sind auch allererster Ansprechpartner, wenn es um solche Projekte geht. Ich würde die Zusammenarbeit in diesen Bereichen als sehr gut bezeichnen, mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement. Ja, das freut mich sehr. Das spiegelt auch die Erfahrung aus meiner eigenen Militärzeit, die jetzt allerdings eben schon einige Jahrzehnte zurückliegt, wieder. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sie sind auf das Problem eingegangen, dass aus Belarus und aus natürlich der aus Russland niemand mehr diesen, also dass es diesen Austausch nicht mehr gibt. Und ich fand da dieses Beispiel sehr interessant. Vielleicht können wir das auch in der nächsten Runde noch besprechen. Dieser junge Mensch, der hierher kam, und das mussten Sie geheim halten. Warum sahen Sie die Notwendigkeit, das, ich sage mal, hier mehr oder weniger unter dem Deckel zu halten, dass das nicht rauskommt? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten ja vor einigen Jahren auch einen jungen russischen Schüler, der im Deutschen Bundestag gesprochen hat, der, ich sag mal, ein paar aus unserer Sicht sehr versöhnliche Worte gesprochen hat, aber eben manchmal im russischen Narrativ, das klingt nicht so patriotisch, und der hat große Schwierigkeiten anschließend. Also wir machen das so ein bisschen zum Schutz der Jugendlichen. Man kann ja auch Gutes tun und muss nicht immer drüber reden. Das ist richtig. Dankeschön. Danke sehr. Wir kommen zur Gruppe Die Linke, Frau Ack. Bitte? Oh, die Fraktion der FDP, Herr Tippelt. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Dr. Dornbecher, sehr geehrter lieber Dirk Backen. Auch ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken für Ihre hervorragende Arbeit und freue mich auch ganz sehr, dass Sie heute hier im Familienausschuss sind. Danken natürlich für die vielen Initiativen, die von Ihnen ausgingen. Ich durfte ja erst kürzlich auch im Auswärtigen Amt mit dabei sein zum Austauschtreffen European War Heritage Working Group. Und ja, es ist wirklich beeindruckend, auch wie Sie dort geschätzt und geachtet werden. Kriegsgräberfürsorge ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe, über die wir hier im Ausschuss noch nicht gesprochen haben. Insofern freue ich mich da auch sehr, dass Sie heute hier sind. Dabei spielt der Volksbund zum einen im Ehrenamt eine wichtige Rolle, zudem ist die Kriegsgräberpflege ein essentieller Bestandteil bei der Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit. Nicht zuletzt senden uns ja die Gefallenen auch eine wichtige Botschaft an die heutigen Generationen. Das war auch insofern schon ein Stück angesprochen worden. Häufig ist es ja eine Frage der Perspektive. Viele sagen, dass die beiden Weltkriege schon sehr weit zurückliegen. Genauso kann man aber auch sagen, der Zweite Weltkrieg liegt eben gerade erst mal 70 Jahre zurück. Und 2021 hätten ja die meisten von uns noch einen Angriffskrieg in Europa für völlig ausgeschlossen gehalten. Und dennoch wissen wir alle, was seither passiert ist. Eine der schlimmsten Sünden, die wir in Europa begehen können, ist sicherlich aus unserer eigenen Geschichte nicht die richtigen Schlüsse zu ziehen, beziehungsweise sie erst gar nicht zu kennen. Meine erste Frage: Welche Bedeutung hat dieser Aspekt in der Kriegsgräberpflege? Damit meine ich eben den Aspekt Geschichte zu erfahren. Sie sind schon ein Stück davon eingegangen. Dennoch, vielleicht können Sie das noch ein Stück konkretisieren, indem man eben naheliegende Kriegsgräber besucht und sich mit den Gefallenen als Individuen zum Beispiel beschäftigt. Und die Frage: Warum wäre ein Projekt zur Erfassung und Digitalisierung von Kriegsgräbern in Deutschland sinnvoll? Das hatten wir im bilateralen Austausch auch schon mehrfach besprochen, dass das wahrscheinlich sehr wichtig wäre. Und letzter Punkt: Wie viele Kriegstote, denken Sie, sind in Deutschland noch immer nicht begraben und liegen bis heute auf früheren Schlachtfeldern, in Wäldern und an entlegenen Orten? Das wissen Sie bestimmt nicht jetzt auf die Zahl genau, aber vielleicht können Sie uns da einen kurzen Eindruck geben.
Vielen Dank für die Frage. Also wir hatten mal vor einiger Zeit den litauischen Botschafter bei uns im Hause, der gesagt hat, für uns endete der Zweite Weltkrieg 1990. Also die Frage, die Narrative in den Ländern, die erinnerungskulturelle Narrative in diesen Ländern sind sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man auch sehr sensibel mit umgehen. Artikel 74 des Grundgesetzes sagt, Kriegsgräberfürsorge ist eine bundesstaatliche Zuständigkeit. Mehr erstmal nicht. Das ist ja nur die Abgrenzung zwischen Bund-Land. Wir haben eine gesetzliche Regelung fürs Inland. Wir haben keine Regelung fürs Ausland. Wir haben einen Bundestagsbeschluss von 2002, dem dann ein Rahmenabkommen mit dem Auswärtigen Amt von 2003 folgte. Hinsichtlich der geschichtlichen Sensibilität kann ich sagen, es arbeiten sehr viele Historiker bei uns. Wir sind aber zunächst mal kein Geschichtsverein. Wir sind auch kein Verein, der es aufnehmen würde mit Historikern. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, in dem sehr kluge Historiker sitzen. Was wir machen, ist, wir beschäftigen uns mit den menschlichen Schicksalen im Krieg. Wir verstehen uns in dieser Hinsicht eher als humanitäre Organisation, die einerseits den Kriegstoten, der Kriegstoten ein würdiges Grab geben will und auf der anderen Seite eben auch aus dem Kriegsgrab heraus eine Botschaft hat, die wir vermitteln möchten. Wir betten im Ausland etwa, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie es geht. Wir arbeiten ja auch noch sehr gut in Russland, sehr gut noch in Russland. Im Ausland etwa 8.000 pro Jahr aus. Im Inland sind es etwa 200 bis 300. Auch dort sind wir mit eigenen Umbettungskräften unterwegs, die wir im Wesentlichen im Raum Brandenburg oder auch in den neuen Bundes, darf man gar nicht mehr sagen, aber also eben in den Bundesländern dort finden. Ja, das ist so unsere Leistung, die wir bringen. Wie viele wir finden, wenn Sie in den Wald von Halbe gehen, werden Sie wahrscheinlich noch Tausende finden. Ja. Dabei übrigens sehr viele Rotarmisten, die wir auch anständig bestatten. Danke sehr. So, jetzt folgt die Gruppe Die Linke, Frau Kollegin Akpolut. Bitte sehr. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre, tut mir leid, ich bin etwas erkältet, für Ihre umfassende Arbeit, die Sie heute dargestellt haben. Auf Grundlage des Gräbergesetzes wird nicht nur den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, sondern auch den Tätern. Auch Personen aus der NS-Zeit, die sich wahrscheinlich oder nachweislich an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt haben, erhalten zeitlich unbefristete Gräber, die mit öffentlichen Mitteln erhalten und gepflegt werden. Hierfür gibt es auch einige Beispiele, darunter KZ-Kommandanten und auch hochrangige Kriegsverbrecher aus der Wehrmacht. Wir als Linke haben diese Problematik in der Vergangenheit auch immer wieder angesprochen. Und in einer Antwort auf unsere jüngste Anfrage hat die Bundesregierung nun erklärt, dass sie das Anliegen unterstützt, nachweisliche Kriegsverbrechern aus der NS-Zeit ein ehrendes Gedenken zu verweigern. Mich würde interessieren, welche Konsequenzen daraus folgen. Kann damit auch gerechnet werden, dass Gräber von Kriegsverbrechen abgeräumt werden? Warum sollen Massenmörder auf Kosten der Steuerzahler ein schönes Grab erhalten, zumal es auch keine zeitliche Begrenzung gibt? Wir haben bei den 2,8 Millionen Gräbern im Ausland, und nur für die kann ich mit Sicherheit sprechen, etwa 500 Gräber, bei denen wir sehr gesichert sagen können, das sind schlimme Finger. Die sind grundsätzlich, sind die auf den Kriegsgräberstätten auch noch da. Was wir aber immer versuchen, ist es natürlich in edukativen Mitteln, das aufzuarbeiten. Das findet in der Regel auch die Anerkennung der Host Nations, also der Länder, in denen wir sind, indem das eben nicht verschwiegen wird, dass das ein Täter war. Und am besten Beispiel sehen Sie es in La Combe in Frankreich mit Adolf Dieckmann, dem Mörder von Oradour, ja, den wir in der Ausstellung entsprechend darstellen, sagen, wozu treibt Krieg eben auch, zu welchen entsetzlichen Gewalttaten werden oder zu welchen unmenschlichen Tätern werden Menschen hier gemacht. Für diese Gräber gilt grundsätzlich ein Schmuckverbot. Das wird abgeräumt, wenn da also jemand irgendwas hinlegt. Die Grabstelle selbst als solche, und das ist unser Plädoyer, wenn wir darüber was erzählen sollen, dann sollten wir auch die Grabstelle behalten. Und das ist kein ehrendes Gedenken, was wir machen. Das machen wir nirgendwo. Wir machen grundsätzlich ein humanitäres Gedenken, das übrigens auch ein Verbrecher vielleicht verdient hat. Aber was wir kollektiv verstehen, ist es ein mahnendes Gedenken. Und das kann man eben auch an einem Täter zeigen. Wenn ich einen Satz dazufügen darf. Zeit ist eigentlich um. Aber ich muss noch, letzter Satz, bitte. Ja, ich muss letzte noch mal sagen.
Ich danke immer der linken Fraktion, weil die weist uns immer gerne auf Fälle hin, die wir ja gar nicht wissen. Wir können ja bei vielen, bei der großen Masse gar nicht sagen, ob das ein Täter ist. Und da kommt immer gelegentlich mal ein Fall, den Sie recherchieren. Und da sage ich Dankeschön dafür. Das können wir gut gebrauchen. Gut, ein letzter Satz, aber die Zeit ist eigentlich um. Für mich wichtig, kein ehrendes Gedenken. Wir arbeiten im Spannungsfeld Täter-Opfer. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass Sie die Täterbiografien auch kennenlernen, welche Wege wählen Menschen und welche Wege oder welche Verantwortlichkeiten gibt es, welche Möglichkeiten habe ich als Einzelner von Widerstand eben bis Täter. Und ich glaube, die Auseinandersetzung damit mit dem Spannungsfeld an sich ist sehr, sehr wertvoll. Gut, danke sehr. Die Gruppe BSW ist nicht da. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde. Es beginnt wieder die SPD-Fraktion mit Kollegin Nadine Ruf, jetzt mit 3 Minuten zusammengefasst. Bitte sehr. Die Frage, die ich eben jetzt nicht mehr stellen konnte, Sie haben davon gesprochen, dass Sie mit Ihrer Bildungsarbeit auch zum Beispiel in Förderschulen gehen, also nicht nur in Gymnasien. Wenn Sie da mit Ihren Materialien reingehen und Ihren Seminaren sind da, gibt es da unterschiedliche pädagogische Ansätze und Konzepte oder nicht? Ich finde das eine sehr spannende Frage, oder für mich zumindest spannend. Und wie unterscheidet sich? Und wenn nicht, wäre ja auch eine Antwort. Und jetzt hat sich aber eben mir noch so eine Frage aufgedrängt, weil Sie eben auch davon gesprochen haben, wie stark bei Ihnen das Ehrenamt ist. Wer engagiert sich denn bei Ihnen ehrenamtlich? Wie sieht die Struktur aus der Menschen, die das tun? Wo kommen die her? Welchen Hintergrund haben die? Dankeschön. Da kann ich jetzt in erster Linie für meinen Bereich sprechen. Also bei den Förderschulen, das ist sehr praktisch. Zum Beispiel jetzt hier, was ich Ihnen gezeigt habe, in der Sommerbegegnung Meißen, im Johannisfriedhof in Meißen, ist direkt nebenan eine Förderschule. Und was die machen, ist einfach, die gehen dort auf den Friedhof und pflegen Gräber. Und beim Pflegen der Gräber geht es dann halt auch ein bisschen um Geschichte oder wer liegt da und so weiter. Das ist keine großen Konzepte, sondern das ist eher sehr praktisch orientiert und im Machen dann eben auch ein darüber sprechen, was war da, also wer war das eigentlich. Glaube ich, ziemlich niedrigschwellig, aber ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Und in Ehrenamt, wer engagiert sich da? Also bei der Jugendarbeit sind das häufig Leute, die eben mal an so einer Begegnung teilgenommen haben, die dann später vielleicht 1, 2, 3 Mal an einem internationalen Jugendcamp, Workcamp teilgenommen haben und das so gut fanden, dass sie dann selber als Teamer sowas veranstalten möchten. Also sie kommen häufig, die rekrutieren sich aus sich selber heraus. Und das ist das, was wir am meisten haben. Das andere in den Jugendbegegnungsstätten, das ist dann professionell, weil die sind vor Ort und da haben wir pädagogisches Personal, was dort fest angestellt ist. Aber in diesen Jugendbegegnungen oder Treffen sind das ganz häufig eben ehrenamtliche junge Leute, die sich da engagieren und die kommen immer aus der Erfahrung heraus, die sie selber erlebt haben. Vielleicht noch in Ergänzung, wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen, mit größeren Firmen, Volkswagen, mit Wirth und ich war vor kurzem bei einer Jugendgruppe der Carl Zeiss Gruppe, und dort haben sie natürlich, ich sage jetzt mal nicht Sekundarstufe 2, sondern das sind Azubis. Ja, und da haben sie junge Lehrlinge und die Maschinenschlosser lernen mit Migrationshintergrund. Ja, und ich bin immer fasziniert, wie man die auch dazu, also wie man das Thema da vermitteln kann. Krieg ist eine universelle Geißel der Menschheit. Die gibt es überall auf der Welt. Und ich glaube, man kann das Thema auch eigentlich mit jedem eröffnen. Und was führt zu Krieg? Kriege brechen nicht aus, sie werden gemacht. Hass. Runterdegradieren von anderen, ja, damit fängt es an. Und da setzen wir ja im Wesentlichen auch mit unserer Bildungsarbeit an. Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion der CDU-CSU. Frau Wiesmann, bitte sehr. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen ansetzen, da wo wir vorhin oder mit meiner Frage auch aufgehört haben. Erst einmal korrigieren, ich habe Ihnen überhaupt nicht unterstellen wollen, dass Sie sozusagen zu wenig erreichen mit den Mitteln, die Sie haben, sondern ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus. Es wäre so wünschenswert, dass Sie noch viel mehr erreichen. Es sind 14.000, habe ich jetzt verstanden, oder jedenfalls Tausende von Städten. Und da gäbe es so viel zu tun, so viele Möglichkeiten. Das wäre natürlich wichtig, dass das nicht nur eine kleinere Zahl, aber trotzdem große Zahl von Schülern ist. So, deshalb meine Nachfrage nochmal.
Können Sie sich vorstellen, sehen Sie, haben Sie schon Vorschläge gemacht, wie man vielleicht doch stärker Ihre Arbeit in den Schulunterricht integrieren kann? Und zwar so, dass es nicht davon abhängt, ob es jetzt ein Lehrer interessiert, denn ich vermute, Ihre Bildungsreferenten bieten es an. Das wäre auch noch mal eine andere Frage. Ist dieses Interesse in den Schulen unisono riesig und Sie haben Wartelisten oder gibt es auch Erfahrungen, dass Sie sagen, auch machen wir schon irgendwie anders und machen wir selbst? So. Und noch mal eine zweite Frage, ganz ein anderer Komplex. Es gibt ja auch bei uns im Lande Kräfte, die mit Erinnerungen an kriegerische Aktivitäten nicht so umgehen, wie wir uns das alle vorstellen. Also wie gehen Sie, oder gibt es die Gefahr einer Instrumentalisierung der Kriegsgräberstätten durch Extremisten? Und wie gehen Sie damit um, wenn das, ich habe auch gelesen, dass da was schon vorkommt. Wie reagieren Sie darauf und wo kann man Sie da vielleicht noch besser unterstützen? Danke sehr. Ja, grundsätzlich lassen sich diese Stätten immer missbrauchen. Ja, man kann da, Tradition ist eine wertegebundene Auswahl aus der Vergangenheit, und aber man kann auch Narrative natürlich finden, die wir nicht finden. Wer sehen möchte, wie der Volksbund denkt, schaut in seine Satzung oder schaut in die Göttinger Erklärung von 2016, die, glaube ich, gut ist. Ja, die steht mit beiden Beinen fest auf unserem Grundgesetz. Und das ist auch eigentlich unser Menschenbild. Wir versuchen eben durch die Bildungsarbeit gerade davor, ein bisschen eine Persönlichkeitsbildung zu fördern, die davor schützt, dass man für solche Sachen dann anfällig wird. Kriegsgräberstätten sind häufig, also wenn sie im Ausland sind, unterstehen sie unserer Verwaltung. Wir können Veranstaltungen untersagen, was wir auch schon gemacht haben. Wir entfernen, ich sage erst mal, fragwürdige Spruchbänder und Grenze. Da achtet unser Personal drauf. Im Inland sind die Städte natürlich frei zugänglich. Und da passiert auch etwas, was wir dann unter Umständen nicht gut wollen. Dazu nehmen wir dann entsprechend Stellung, wenn wir gefragt werden. Und bei der Schularbeit vielleicht noch, Frau Abgeordnete, etwa ein Drittel der Schulen, die wir pro Jahr erreichen, sind Neukunden. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir da also auch nicht immer nur mit demselben Gymnasium irgendwas machen. Ne? Das ist klar. Könnte es mehr sein? Ja. Also das glaube ich auch. Wie kann man das verankern? Ich bin nicht unbedingt sicher. Bildung ist ja in Deutschland hat eine föderale Struktur. In Großbritannien gehört es zum Pflichtunterricht jeder Schülerin, jedes Schülers. Ich glaube nicht, dass wir sowas brauchen, aber ein bisschen mehr Werbung oder ein bisschen das Ganze attraktiv auch zu gestalten, auch für Schulen, die sind ja dankbar für solche Angebote. Das könnte einen Boost gebrauchen. Ja. Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollegin Lob, bitte. Ja, Sie hatten es schon ein bisschen angesprochen, was eigentlich Ihre Aufgaben sind, nämlich ja vor allem die Pflege der Gräber im Ausland, nicht unbedingt im Inland, auch wenn Sie da mal angesprochen werden. Da hatten wir ja schon gesagt, da sind die Länder ja auch und auch die Kommunen teilweise zuständig und vor allem ja auch die Jugendarbeit. Da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Mich würde noch mal interessieren, wie da die Schwerpunktsetzung ist, auch in Ihrem Gesamtetat. Wie viel nimmt da die Jugendarbeit ein? Und ich würde vielleicht auch noch mal auf das, was die Kollegin Akpolut angesprochen hat, eingehen, weil das ja, was Sie auch schon gesagt haben, dieses Spannungsfeld Täter-Opfer ja auch sehr relevant ist in der Bildung. Vielleicht können Sie dazu auch noch mehr sagen, was für einen Stellenwert das einnimmt und wie das vielleicht auch von den Jugendlichen selbst oder in ihren Konzepten dargelegt ist. Dankeschön. Vielleicht zur finanziellen Seite ein kurzes Wort. Ich hatte es erwähnt, Frau Dr. Dornbecher, mit einer 70-prozentigen Refinanzierungsquote. Das heißt, wir wenden Spendenmittel auch auf, um das zu machen. Und damit werben wir auch. Wir kriegen Spenden, weil die Leute wollen, dass wir diese Bildungsarbeit machen. Wir werben nicht nur mit dem Grab, also mit beiden, aber viele geben uns Geld ganz bewusst. Das soll für die Bildungsarbeit eingesetzt werden. Wir haben eine hauseigene Stiftung. Wie das nun mal so mit Stiftung ist, angesichts der niedrigen Zinssituation wirft die nicht so ganz so viel ab. Aber da haben viele Stifter Geld reingesteckt und haben gesagt, damit möchte ich die Jugendarbeit des Volksbundes fördern. Dann gibt es eine Nicht-Monetarisierung, das können wir schwer erfassen. Natürlich gehen auch Schulklassen zur Haus- und Straßensammlung mal mit auf die Straße. Oder es waren schon junge Feuerwehrmädchen bei mir an der Tür und haben mir da die Dose hingehalten. Also das finde ich, das kann man nicht messen. Ja, aber wir kriegen natürlich schon einen Effekt hinein, sich dann auch zu engagieren für den Volksbund. Und insofern, ganz am Ende würde ich es nie monetär beziehen, weil jede gute Investition in die Bildung von jungen Menschen zahlt sich später aus, ohne dass ich das jetzt immer in Geld bemessen kann und auch muss. Ja, ich finde das einfach sinnvoll. Und zu Täter-Opfer vielleicht. Ich habe Ihnen auch
Handreichungen mitgebracht zu dem Lernort Kriegsgräberstätte. Da sind sehr viele Beispiele drin. Täter-Opfer ist immer, immer, immer Bestandteil. Hm. Es geht kein Reden über, was im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, ohne die Täterperspektive. Also das ist immer Bestandteil, es geht nicht ohne. Es ist auch, wir haben ja 30 Sekunden, ich will Ihnen das kurz sagen. Das beste Beispiel für mich ist eine Kriegsgräberstätte in den Niederlanden, das ist eine die zentrale Stätte, Eisselstein. Dort gibt es einen 18-jährigen Niederländer, der bestattet ist. Der hat sich 44 oder so zur Waffen-SS gemeldet. Dann hat aber relativ schnell festgestellt, war eine schlechte Entscheidung in seinem Leben. Er sucht den Kontakt zum niederländischen Widerstand und sagt, ich werde für euch arbeiten, ich werde alles verraten, ihr kriegt von mir Marschrouten und so weiter. Man bittet ihn zu einem geheimen Treffen, lockt ihn in den Obstgarten und schießt ihm von hinten in den Kopf. Die Frage, die wir Jugendlichen stellen, ist das ein Täter oder ist das ein Opfer? Und damit fängt es an, sich darüber auseinanderzusetzen. Vieles ist nicht schwarz-weiß. Ja, und dann beginnt das eigentliche Nachdenken, was wir ja auch erzeugen wollen. Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte. Ja, Sie haben ja vorhin sehr richtigerweise erklärt, dass es für Kriegsverbrecher keinerlei ehrendes Gedenken geben darf. Also da ist, glaube ich, ein breiter Konsens vorhanden und das ist auch absolut richtig. Denn wer Kriegsverbrechen begeht, hat kein entsprechendes ehrendes Gedenken verdient, sondern, so wie Sie das richtigerweise erklärt haben, nur ein Gedenken in Form von Mahnung, dass so etwas nie wieder vorkommen darf. Meine Frage ist, Sie haben da ja als Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein sehr historisch orientiertes Verhältnis zu. Meine Frage ist, in der Zusammenarbeit mit den anderen Nationen, es gab ja in allen Kriegen und wird es auch immer geben, Kriegsverbrecher aller Seiten. Man muss nur an die Massenvergewaltigung in Deutschland auch nach dem letzten Krieg denken. Gibt es von Seiten anderer Staaten auch entsprechende Überlegungen? Gehen die in gleicher Weise vor wie Sie oder ist das dort anders? Nicht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie es ja zum Beispiel auch im Urteil von Nürnberg dann eben artikuliert worden ist. Das prägt eben auch die kollektive Erinnerung, auch wenn man mit kognitiver Dissonanz der Großvätergeneration konstatieren muss oder bescheinigen muss, dass sie sich natürlich da auch schwer mitgetan hat. Ich kann es nachvollziehen, also auch aus der eigenen Familiengeschichte. Aber ich glaube, wir sind ja heute ein Stückchen weiter. Und wenn man bedenkt, dass es die letzte Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen 2009 passiert ist, dann haben wir uns auch lange Zeit damit gelassen. Aber es ist eben auch ein Prozess, der im Ausland anerkannt wird. Das muss man dazu sagen. Ja, auch andere Länder beschäftigen sich inzwischen mit der Frage, waren wir wirklich nur die Guten? Das ist nichts, was wir als Deutsche verlangen können. Ich glaube, da sind wir die Letzten, die das machen. Aber wir sehen es zumindest bei einigen Ländern. Im deutsch-französischen Ministerrat ist das Thema der Behandlung von deutschen Kriegsgefangenen nach 1945 thematisiert worden. Die sind ein bisschen zur Minensuchung missbraucht worden. Und das hat Frankreich reingebracht. Sagt, wir wollen daran auch erinnern, das hätten wir so nicht, vielleicht nicht so tun sollen. Amerikanische Kriegsverbrecher gibt es. Die sind nicht auf den normalen Kriegsgräberstätten bestattet, sondern die also individuelle Kriegsverbrechen begangen haben, Mord, ja, die sind in so einem abgeschotteten Bereich bestattet, ohne jegliche Würdigung. Aber es gibt sie. Ja, die gibt es. Und ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat, der dänische Film Unter dem Sand, hochgelobt, der eben auch den Einsatz junger Kriegsgefangener nach 45 zum Minenräumen sucht. Das hat in Dänemark sehr, sehr große Wellen geschlagen. Aber wenn sich Länder mit dieser Frage auseinandersetzen, und manche gehen schon ein Stückchen weiter als vielleicht noch andere, die sind da ein bisschen, tun sich damit schwerer, dann sehe ich es. Aber ich kommentiere es natürlich nicht, weil, wie gesagt, das steht uns eigentlich nicht zu. Das muss jedes Land für sich selber machen. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Ergänzung. Danke sehr. Es ist die Zeit um eigentlich. Okay. Ja? Gut. So, wir kommen zur Fraktion der FDP. Herr Kollegin Tippelt, bitte. Der Volksbund leistet ja sehr viel historisch-politische Arbeit, was auch Friedensarbeit genannt wird.
Sie sind ja schon ein Stück darauf eingegangen. Sie organisieren neben Workcamps, Bildungsreisen, Seminare, Projekttage, europäische Jugendbegegnungen, was wir als sehr wichtig empfinden. Die meisten direkten Angehörigen der Kriegstoten leben nicht mehr. Es gibt nur noch wenige, die sich selbst an die Toten erinnern. Welche Herausforderungen ergeben sich durch den demografischen Wandel und die sinkende Zahl von Zeitzeugen, auch sicherlich die sinkende Zahl von Spendern? Welche Ihrer Initiativen sind im Umgang mit Kriegsgräbern bei Jüngeren besonders beliebt? Wo sehen Sie die Gräberpflege in Zukunft? Dann hätte ich noch eine Frage, und Sie sind ja auch da schon ein Stück drauf eingegangen, wie gut kommen die Kommunen ihrer Arbeit beim Erhalt von Kriegsgräbern nach? Wie wichtig ist der Volksbund als Ansprechpartner für die Kommunen? Vielleicht die Frage noch mal von vorhin kurz gespiegelt. Vielleicht können Sie da noch mal eingehen, warum wäre ein Projekt zur Erfassung und Digitalisierung von Kriegsgräbern in Deutschland wichtig? Im Ausland läuft das ja bereits hervorragend. So konnten Sie mir, Herr Backen, ganz konkret blitzschnell auch den genauen Standort meines Onkels, der in Stalingrad gefallen ist, mitteilen, wo ich völlig erstaunt war und da immer noch an dem Thema arbeite. Vielleicht dieser Wandel, wie die Angehörigen, man soll sich wundern, wie viele Angehörige es noch gibt. Man soll sich wundern, wie viele Angehörige es noch von Kriegstoten gibt, die gar nicht in Deutschland leben. Wir haben etwa 12.000 jüdische Kriegstote des Ersten Weltkrieges. Da lebt kein Nachkomme mehr in Deutschland. Aber sie leben in Israel, sie leben in den Vereinigten Staaten. Und wir haben gerade ein Projekt auch mit einer amerikanischen Organisation, dass wir eben auch diese Familien noch erreichen können. Und in der jüdischen Familiengeschichte ist gerade der Verrat, also der Soldat gekämpft im Ersten Weltkrieg und dann die anschließende Verfolgung, das ist im Bewusstsein so stark verankert. Ich bin da immer von den Socken, um das mal ganz platt auszudrücken. Und was diese Informationen für die Angehörigen bedeuten, es bedeutet in der Regel ein Ausbrechen in Tränen. Ja, und das macht unsere Arbeit am Ende auch erfüllend, weil wir natürlich auch diese Emotionen sehen. Wir haben immer noch pro Jahr weit über 15.000 Anfragen von Angehörigen. Und manchmal ist es ja nicht nur der Angehörige, sondern es ist auch der Dorfchronist, der sagt, wer liegt denn da? Oder unser Gedenkstein, wo sind denn die überhaupt? Ja, das sind Informationen, die einfach in der Gesellschaft noch nachgefragt werden. Sie werden auch in Zukunft noch nachgefragt werden, da bin ich ganz sicher. Vielleicht nämlich nicht mehr im Umfang von den unmittelbaren Kindern oder den Ehepartnern von Kriegstoten. Die Zahl der Spender geht runter. Das hat was damit zu tun, dass natürlich im Wesentlichen die ältere Generation uns spendet. Und die Frage der Qualität der Arbeit in den Kommunen, ich sage mal die Daumenregel, ein Drittel Weltklasse, ein Drittel absolut in Ordnung und bei einem Drittel müssten wir nachhelfen. Ja, das ist die allgemeine Erfahrung. Wir haben Kriegsgräberstätten, die sind abgeräumt worden. Das ist ein klarer Verstoß gegen das Gräbergesetz. Wir kennen sogar einen Fall, da hat die Gemeinde noch weiterhin die Pflegepauschale kassiert. Also da würden wir ganz gerne helfen, dass das vielleicht sich nicht ausbreitet, sondern dass das einzelne Symptome bleiben und deswegen auch unser Angebot, auch fürs Familienministerium vielleicht so einen Jahresbericht zu erstellen, denn immerhin geben Sie dafür allein für die Pflege über 30 Millionen im Jahr aus. Die Zentraldatei Deutschland, ich habe das auch erklärt, es hat was damit zu tun, dass wir das im Wesentlichen nur schwer digitalisieren können. Es ist sehr zersplittert, aber ein Kriegstoter, der eben aufgefunden werden soll, den finde ich Ihnen im Ausland innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. In Deutschland müssen Sie wissen, wo Sie suchen sollen. Es gibt Bundesländer, die haben das gemacht. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat so eine Zentraldatei. Ist schon viel da. Das müsste man nur einheitlich zusammenführen. Und einem ganz praktischen Beispiel. Zum Schluss? Ja. Ich suche immer noch den Bruder meines Großvaters in Süddeutschland. Ich wüsste nicht, wo ich suchen sollte. Sie müssen die Gemeinde wissen, in der er gefallen ist. Danke sehr. Und es folgt die Gruppe Die Linke, Kollegin Akbulut. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal darauf eingehen, Umgang mit Kriegsverbrechern. Das ist natürlich ein wichtiger Teil der Aufarbeitungsgeschichte der NS-Zeit. Das sind langjährige Prozesse. Sie haben ja auch keine detaillierte Übersicht, haben Sie gesagt, aber Sie sprechen von etwa 500 Gräbern, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden Im habe. Im Ausland, ja. Genau, und ich möchte noch mal auf ein Beispiel eingehen. SS-Sturmbahn. Führer Adam Grunewald, der als Lagerkommandant des Konzentrationslagers Herzogenbusch unter anderem für den Erstickungstod von 10 inhaftierten Frauen in einer überfüllten Zelle verantwortlich war. Sein Grab wird vom Volksbund auf der deutschen Kriegsgräberstätte im ungarischen Vecspem gepflegt
ohne einen Hinweis auf seine Verbrechen. Die Bundesregierung hatte uns gegenüber erklärt, dass an seinem Grab zumindest eine entsprechende Dokumentation installiert werden sollte. Mich würde interessieren, ob dies inzwischen erfolgt ist. Nein, das ist noch nicht erfolgt. Das liegt auch daran, dass die Mittel eben für die Herrichtung von solchen edukativen Elementen begrenzt sind. Wir haben einen relativ überschaubaren Titel, den wir an dieser Stelle einsetzen können. Und wir haben nahezu auf jeder Kriegsgräberstätte, wenn es nicht der Erste Weltkrieg, rein Erster Weltkrieg, auf jeder Kriegsgräberstätte des Zweiten Weltkrieges, müssen wir davon ausgehen, dass dort natürlich auch Kriegsverbrecher liegen, selbstverständlich. Und ich würde es gerne tun, hätte ich das Geld. Ja, und wir würden es ja nicht nur fürs Inland, also nicht nur fürs Ausland tun, wir würden es auch gerne fürs Inland leisten können. Und wir würden auch ganz gerne besser in der Erfassung, also von wo überwältigende Beweislast da ist. In dem Fall ist es das. Aber wir wissen, dass sich natürlich auch Organisationen als Ganze an Verbrechen schuldig gemacht haben. Und dann ist es sehr schwer, eine individuelle Schuld festzustellen. Also da, wir können nach dem Tod kein Gericht sein, das geht nicht. Aber bei einigen wäre es durchaus angebracht. Zum Schluss, danke sehr. So, Gruppe BSW ist nicht da. Dann, sehr geehrter Herr Backen, sehr geehrte Frau Dr. Dornbecher, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Expertise, für Rede und Antwort stehen und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Erfolg und alles, alles Gute. Wir bedanken uns auch. Ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt. So, dann kommen wir zu Top 2, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, geschlechtsneutrale Ausgestaltung des Exhibitionismus-Tatbestands und wir Bundestagsdrucksache 20-1321. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Bundestagsdrucksache 20-1321. Wer ist für diesen Antrag, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Bitte um Ihr Handzeichen. Das sind alle anderen Fraktionen und Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Wir kommen zu Top 3. Top 3 ist Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Entwurf eines Gesetzes zur Reform der missbräuchlichen Anerkennung von Vaterschaften. Bundestagsdrucksache 20-10792. Und wir kommen auch gleich zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Bundestagsdrucksache 20-10792. Wer ist für diesen Antrag? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind alle anderen Fraktionen und die Gruppe Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Tagesordnungspunkt 4. Ich rufe auf Top 4, Antrag der Fraktion der CDU-CSU für eine wehrhafte Demokratie gegenüber jeglicher Art von Extremismus, Bundestagsdrucksache 20-1725. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Bundestagsdrucksache 20-1725. Wer ist für diesen Antrag? Ich bitte um das Handzeichen. Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das ist die Koalitionsfraktionen. Und Gruppe Die Linke, wer enthält sich? Das ist die Fraktion AfD. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5, Top 5, Antrag der Fraktion der AfD, würdige Beisetzung auch von deutschen Gefallenen der Zeit vor den Weltkriegen, Bundestagsdrucksache 20-13359. Wir kommen gleich zur Abstimmung über diesen Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 20-13359. Wer ist für diesen Antrag? Bitte um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind alle anderen Fraktionen und die Gruppe Die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. Top 6, ich rufe auf, Top 6, Verschiedenes. Wie eben vorhin schon erwähnt, sind wir in der Obleuterunde übereingekommen, dass wir heute unter Verschiedenes über die Delegationsreise des Ausschusses nach Großbritannien im September 2024 berichten. Die Abgeordneten, die mitgereist sind, hat das Sekretariat darüber informiert. Ich werde da einsteigen in diesen Bericht und fordere dann gerne auch Kollegin Sarah Larkam, Jasmina Hostert, Lenis Lob und Kollegen Nikon Tippelt entsprechend dann auch zu ergänzen. Der Reisebericht wurde an alle versandt mit den Ausschussdrucksachen 20-1335a und 20-1335b an alle. So, dann versuche ich mal einzusteigen in den Bericht. Ich darf Ihnen
berichten, dass es für uns, glaube ich, alle sind wir da einig, ein sehr, sehr lehrreich und wirklich wertvolle Erkenntnisse gebracht hat. Und auch mal zur Vorgeschichte dieses Termins, der war wirklich im Voraus weit festgelegt, aber es hat sich natürlich sehr schwierig herausgestellt, weil natürlich in Großbritannien Wahlen stattgefunden hatten, Regierung und Parlament gerade im Amt waren und außerdem eine sitzungsfreie Woche dort war. Und dennoch haben wir es durchgeführt. Die Delegation war relativ klein. Eben, ich habe Ihnen die Kollegen und Kolleginnen genannt. Kollegin Reicheneck hatte kurzfristig abgesagt, bei der CDU/CSU war es nicht möglich, da konnte leider niemand mitfahren. Wir hatten mit Unterstützung des Ausschusssekretariats von Christine Horstmann aus dem Sekretariat, die uns begleitet hat und mit Hilfe der Deutschen Botschaft in London, aber ein sehr, sehr interessantes Programm zum Thema Jugendhilfe und konnten uns auch mit Jane Darby, der Minister of Children and Families im Ministry for Education, austauschen. Neben der Jugendhilfe war bei dem Gespräch auch die Kinderarmut in Großbritannien Thema. Kinderarmut ist ein großes Problem. Kommunen unterstützen zum Teil mit Abdeckung von Basisbedürfnissen, mit Schulspeisung und Lebensmittelausgabe für Familien. Im Mittelpunkt standen für mich aber die Begegnungen mit Care-Leavern und mit dem National Leaving Care Advisor Mark Riddle. Ein großer Unterschied zu unserem deutschen System ist, dass sich in Großbritannien der Staat stärker und in der Pflicht sieht, gutes Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung auch über den 18. Geburtstag hinaus sicherzustellen. Und unsere Besuche beim Fostering Network und beim Scotland House haben den Eindruck auch weiter bestätigt. Das Fostering Network setzt sich für das Wohlergehen von Pflegekindern und Pflegeeltern ein. Unterstützung gibt es auch für Erwachsene bis zum 21., in einigen Fällen sogar bis zum 23. Geburtstag. Im Scotland House wurden uns dann die schottischen Besonderheiten in der Kinder- und Jugendhilfe noch vorgestellt, zum Beispiel The Promise. Schottland hat den Care-Leavern das Versprechen gegeben, dass sie geliebt werden, sicher und respektiert aufwachsen dürfen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Dieses Versprechen ist gemeinsam von allen Parteien im Parlament beschlossen worden. Dagegen sind die allgemeinen Familienleistungen weit geringer als in Deutschland. Beim German Welfare Council konnten wir uns zu Kindergeldzahlungen zum Beispiel informieren. Eltern, die mehr als 60.000 Pfund im Jahr verdienen, haben überhaupt keinen Leistungsanspruch mehr. Insgesamt waren es drei sehr informative und sehr schöne Tage in London und Manchester. Und vielen Dank an die Deutsche Botschaft und vielen Dank an das Ausschusssekretariat. Und ich gebe jetzt einfach weiter das Wort an meine Kollegen und Kolleginnen, wie Sie möchten oder wenn Sie möchten. Bitte sehr, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich auch nur dem Dank und anschließen. Das war wirklich sehr lehrreich und hat uns, glaube ich, auch für das Gesetzgebungsverfahren zum inklusiven SGB VIII jetzt noch mal viele gute Einblicke gebracht, wo auch das Vorgehen und das System in Großbritannien besser ist oder besser funktioniert oder einen anderen Fokus hat. Aber natürlich auch, Sie hatten es schon angesprochen, wo natürlich auch die massiven Unterschiede liegen. Einmal möchte ich das bestärken, was Sie schon gesagt haben, und noch einen Punkt ergänzen, den ich beeindruckend fand, gerade auch vor dem Hintergrund, wie wird Inklusion in Großbritannien umgesetzt. Wir hatten da ein sehr spannendes Gespräch mit der Kommune in Manchester, die noch mal deutlich gemacht haben, dass es eben nicht nur um das Thema Behinderung geht, sondern dass auch soziale Teilhabe im Generellen, zum Beispiel auch die Einschränkung durch Armut, da im Fokus stehen und dass sie einfach einen sehr ganzheitlichen Blick auf das Thema Inklusion haben. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt und wir gehen ja aber jetzt zumindest hoffentlich bald mit der Verschränkung unserer Hilfesysteme da den ersten Schritt. Vielen Dank. Sehr. Wer möchte weitermachen? Kollegin Larkamp, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und erstmal vielen Dank überhaupt, dass ich an dieser Reise teilnehmen durfte. Sie war wirklich, es gab einen tollen Einblick, dass ein Land sich mit ähnlichen Problemen beschäftigt, wie wir es haben, aber teilweise einfach ganz anders damit umgeht oder wo sie eben auch gleiche Wege gehen. Der Bereich Care-Leaver wurde gerade schon angesprochen. Also da war ich wirklich beeindruckt, wie Großbritannien mit dem Thema umgeht. Gleichzeitig war es für mich auch spannend, dass wir nochmal über das Thema Kinderarmut sprechen konnten, weil das eins meiner Hauptthemen ist. Da muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen getroffen, dass es da halt nicht so viel Unterstützung gibt im Moment. Und eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen möchte, weil sie hier noch nicht angesprochen war, auch ein bisschen abseits vom Thema war, aber ich glaube, dass sie den Familienausschuss durchaus interessieren könnte. Das war das Gespräch mit dem deutschen Botschafter, der nochmal eindrücklich darauf hingewiesen hat auch, dass jetzt durch den Brexit zum Beispiel die Kooperation bei jungen Menschen und der Jugendaustausch deutlich erschwert ist. Und ich dachte, das bringe ich hier auch nochmal an, damit wir das
im Blick behalten, weil ich glaube, ein Austausch junger Menschen länderübergreifend ist unglaublich wichtig und wie wir damit erschwerten Rahmenbedingungen umgehen können. Danke sehr. Weitere Ergänzungen, Kollegin Hoste, Kollege Tippel, bitte. Ja. Okay, nehmen wir so an. Gut, danke. Kollegin Hostert? Nein, okay, alles gesagt. Ich danke Ihnen. Gut, ich schließe diesen Bericht. Ich habe noch eine weitere Information für Sie. Am 31. Januar von 10 bis 11 Uhr möchte die Jugend-Enquete-Kommission den Abgeordneten des Deutschen Bundestags ihr Policy-Paper Demokratieförderung, wie bleibt unsere Demokratie wehrhaft, im PLH E400 übergeben. Die Jugend-Enquete-Kommission e.V. ist ein seit 2021 existierender gemeinnütziger Verein, geleitet von ehrenamtlich engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und ihr Ziel ist, die politische Partizipation Jugendlicher zu fördern und ihnen politisches Gehör zu verschaffen. Sie gibt Handlungsempfehlungen in Form eines Positionspapiers, also des Policy Papers, an die PolitikerInnen weiter. Die Schirmherrin der Jugend-Enquete-Kommission e.V. und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Yvonne Magwas, hat den Familienausschuss diesbezüglich um Unterstützung gebeten. Und ich möchte Sie informieren, dass die Obleute sich darüber verständigt haben, dass der Familienausschuss sich diese Veranstaltung zu eigen macht und auch unterstützt. Eine Mitwirkung unserer Mitglieder hier im Ausschuss ist natürlich wünschenswert an diesem Tag. Da wird noch ein Schreiben an Sie weiter versandt werden. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ist nicht der Fall. Dann Wortmeldungen unter Top Verschiedenes noch. Ist auch nicht der Fall. Sehe ich nicht. Dann schließen wir diesen Tagesordnung und ich schließe diese Sitzung. Ich danke Ihnen.